Ende von Let's Plays und sonstigem, was irgendwie mit Freizeitbeschäftigung zu tun hat. Ich habe mir Man of War Assault Squad 2 gekauft. Gibt es bei Steam momentan nicht im Sale. Ich konnte einfach nicht warten, weil ich mir gedacht habe, hey, das schaut ja gar nicht mehr so schlecht aus. Ja? Nach ein paar Probespielchen ist mir dann aufgefallen, hey, das ist ja wirklich gar nicht so schlecht. Ja? Es ist wesentlich realistischer als Company of Heroes zum Beispiel. Es hat wesentlich mehr Einheiten. Man muss ein bisschen mehr denken. Ja? Das schadet ja auch nicht beim Spielen. Und ansonsten gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze ausschaut. Es gibt Einzelgefechte und Multiplayer. Einzelgefechte ist mehr oder weniger eine zusammenhanglose Kampagne, die man spielen kann. Multiplayer gibt es LAN und Internet. Bei dem ganzen Spiel, und das ist vielleicht am interessantesten, gibt es kein Skirmish-Modus, wo es mir erlaubt, Computergegner mit einzusetzen. Also das heißt, die KI ist keine KI, sondern alles, was Multiplayer zu tun hat, ist mehr oder weniger geskriptetes Ereignis. Das finde ich sehr schade, denn ich habe ehrlich gesagt vorher ungefähr 2 Stunden gesucht, hier irgendetwas zu finden zu diesem Thema, aber keiner hat es für nötig gehalten, irgendwo auch irgendwas hinzuschreiben. Ja? Das heißt, ich habe mir das Spiel jetzt gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, da kann man auch wunderschön im Multiplayer gegen Computer spielen. Nee, kann man nicht. Ja? Also das ist schon mal negativ, ganz klar. Aber Spiel an sich sehr interessant. Wir machen jetzt einfach mal Einzelgefecht. Da kann man dann auswählen zwischen USA, Deutschland etc. etc. pp. Es gibt also 1, 2, 3, 4, 5 Fraktionen und Bonusmissionen. Wir nehmen jetzt einfach mal als erstes die USA. Das ist auch vollkommen wurscht. Und nehmen mal Hürtgenwald. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich nehme leicht, weil ich keine Ahnung habe. Und ohne Ahnung spielt sich's halt irgendwie nicht so toll. Das Schöne ist also, dass bei diesem Spiel also alle Einheiten in ihrer Landessprache sprechen. Das heißt also, ja, das meiste verstehe ich nicht, ja, außer Englisch und Deutsch, aber ansonsten recht interessant. Ja. So, man klickt also das an und dann geht's auch schon los mit der kurzen Erklärung. Major, thank goodness you've arrived. The Germans are charging our position. We must hold it at all costs. Da heißt jetzt erstmal, hey, die Deutschen kommen, ihr müsst alles tun, um das zu verhindern, dass die kommen. Also kommen tun sie sowieso, aber ihr müsst sie mehr oder weniger wegrotzen. Ja. Das sieht man jetzt hier, das ist also immer der Einstieg in die erste Mission, damit man sich ganz fast als Tutorial gelten lassen. Aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das ist alles viel zu laut hier. Ja. Um hier ein Let's Play draus zu machen. Immer noch ziemlich laut, ne? Naja, wie immer sein. Sieht man ja dann, ob man was versteht oder nicht. Also man muss jetzt hier diese 2 Minuten 40 mehr oder weniger überstehen, die eigentlich nur daraus bestehen, zu gucken, was die eigenen Leute machen. Vielleicht erklärt man ein bisschen was dazu. Man kann bei Man of War jeden einzelnen Soldaten anklicken und den woanders hinschicken. Ja? Dann wird quasi aus dem eine eigene Gruppe. Ja, dann also eine eigene Zeichnung bekommen. Das heißt, ich kann die alle nehmen und woanders hinsetzen und dann laufen die entgegen und dann kann ich mehr oder weniger verschiedene Spots hier einrichten. Ja? Der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, es lässt sich so wesentlich leichter Gebiet aufklären, weil man halt nicht den ganzen Druck durch die Gegend schickt, sondern halt nur einen einzelnen Soldaten. Bei manchen macht es auch wirklich Sinn, dass die, zum Beispiel Scharfschützen, die können sich da wunderschön durch die Gegend leiten. Und Trupps haben also auch mehrere Soldaten dabei, also manche haben Gewehre, manche haben dann auch Panzerabwehrwaffen, zum Beispiel ist ein Panzerjäger dabei, hat dann hier einen Schuss und zum Beispiel Panzerabwehrraketen. Also sagen, hey, du schießt jetzt mit deiner Panzerabwehrrakete hier in den Wald oder auf das Auto. Man sieht, naja, mehr recht, mehr schlecht als recht. Wenn die am Anfang mehr oder weniger anfangen, die Soldaten, dann können sie noch nicht viel. Aber sie steigen im Rang auf. Das zeigt euch dieses kleine Teil hier über den Kopf. Ja, ist jetzt quasi schon ein Rang aufgestiegen. Je weiter die aufsteigen, desto mehr können sie, desto besser treffen sie auch. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Das Spiel an sich hat eine wunderschöne Physik. Ja. Das heißt, also, alles ist zerstörbar. Häuser, Fässer, ach Gott, es ist alles mögliche, auch umfahrbar. Also wenn ich mal, kann ich jetzt nicht auswählen, aber wenn ich dann mal ein Fahrzeug habe,
Überfahr, also man kann wirklich alles zerstören. Das ist natürlich sehr interessant, wenn man zum Beispiel Artilleriebeschuss nutzt, um zum Beispiel Wohnhäuser oder irgendwelche anderen Häuser, die da sind, ja, von Feinden zu säubern. Und was auch noch ganz witzig ist, es laufen ja auch Tiere, zum Beispiel das Huhn. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das Huhn Spaß hat momentan. Ja? Bei dem Lärm. Aber man sieht jetzt, es sind eben nur gescriptete Ereignisse, also die Soldaten haben, oder wir sind die Feindsoldaten haben wirklich irgendeine KI, wo man jetzt davon sprechen könnte, dass er irgendwo Ahnung hat, ja. Dass er weiß, was er tut, sondern die fahren halt einfach, sind jetzt hier einfach auf dem los. Ja? Und wenn sie einen Feind sehen, dann schießen sie halt. Ja? Habe ich jetzt einen Abschläger verloren? Beispiel. Man sieht also eine schöne Ragdoll-Physik, Company of Heroes. H2 sent us reinforcements, including an armored vehicle. Etwas ist im Prinzip auch ein Reinforcements have arrived. Wirklich, wirklich toll. So, jetzt speichert das Spiel. Das macht es dann immer, wenn so verschiedene Phasen mehr oder weniger abgeschlossen sind. Great job! They're retreating. So, jetzt ziehen sie sich zurück und jetzt geht's weiter. Jetzt wird die Karte dann erweitert, das können wir gleich sehen. Und dann kann man also ja, selbst in den Angriff übergehen. Ja, also die erste Mission bei den Anfängermissionen ist meistens verteidigen. Und dann geht's weiter mit Angriff. Your troops are now tasked with advancing into enemy positions. We are counting on you. So, also man sieht, man soll jetzt mehr oder weniger diese Punkte hier erobern. Das erinnert dann wieder sehr stark an Company of Heroes. Ja, man muss halt mehr oder weniger, wobei das Spielprinzip natürlich vorher von Assault Squad 1 aufgerufen wurde. Ja, erzähl mir nur irgendwas, ich höre dir sowieso nicht zu. Also hier zum Beispiel, das sind jetzt Punkte, wo gezeigt wird, hier kann man Deckung nehmen. Ja? Also mit einem in der ersten Mission gezeigt, You will receive reinforcements sent by HQ. And even ability to request your own reinforcements or capturing each of the three enemy defense lines. Good luck. So, und jetzt schicken wir einfach mal unsere Leute hier vor. Um hier mal ein bisschen zu gucken, was denn hier so los ist. Wir gehen automatische Deckung, also verteilen sich zum Beispiel bei diesem Holzstumpf hier, ja, stellen sie sich dann hin und gucken, damit sie nicht getroffen werden. Das ist natürlich auch sehr interessant, was man auch machen kann. Das finde ich also am allerwitzigsten. Man kann also feindliche Fahrzeuge übernehmen. Setzen wir mal alle drei hier rein, dann kann ich also mit dem Auto wegfahren. Ja, und die steigen also sehr realistisch ein. Ja, das finde ich auch recht witzig. Also bei Company of Heroes sind die halt einfach drin, aber hier steigen die tatsächlich auf die Fahrzeuge auf. Ja. Und jetzt ist das Ding kaputt. Ja, jetzt muss ich mal wieder ein, also muss ich wieder aussteigen lassen. Steigt mal aus, ihr Knallköppe. Das hätte mir eigentlich vorher sagen können, dass ihr hier erstmal das Ding reparieren müsst. Das geht übrigens auch, also man kann feindliche Fahrzeuge reparieren. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht allzu lang. In der Zwischenzeit können wir unseren Greyhound ja ein bisschen hier nach vorne schicken, damit der ein bisschen vielleicht die Feinde schon ein bisschen unter Feuer nimmt. Man sieht jetzt, der fährt jetzt da gerade die Sandsackbarriere durch die über den Haufen. Natürlich auch nicht so toll. So, also der hat eine sehr hohe Reichweite, man sieht es also auch hier schon. Er schießt sehr weit, das heißt also die Feuerlinien, die Reichweite der einzelnen Waffensysteme ist wesentlich realistischer als in Company of Heroes. Das heißt also hier schießt er mit seinem 50er Kaliber oder was er da hat, oder 37 mm. Oder doch, ein 50er. Auf die Feinde, die hier da irgendwo in ihren Löchern sitzen. Und die können jetzt relativ wenig tun, weil ihre Reichweite nicht so hoch ist. Ja. Oder vielleicht sehen sie mich auch teilweise nicht. Das kann natürlich auch sein. Ja. Das heißt, es ist ein realistisches Spiel. Ja. Nicht so wie bei Company of Heroes, mehr an der Realität angelehnt, sondern wirklich realistisch. Wir ziehen jetzt mal unsere wunderschönen Truppen hier ein bisschen nach vorne. Ja. Gucken mal, wie weit wir hier kommen. Das Problem ist, da ist ein MG42 drin, das sieht man hier. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch für Infanterieeinheiten. Also das rotzt die Leute weg, ja. Und jetzt sehen wir hier auch schon ein Problem bei diesem Spiel. Also Leute, die haben dann plötzlich keine Munition mehr und müssen sich an einem Munitionstruck wieder aufladen, ja. Das führt natürlich teilweise zu chaotischen Zuständen, wenn die Leute an der Front plötzlich keine Munition mehr haben und dann überrannt werden, weil sie nicht mehr schießen können. Ja.
doof, würde ich mal sagen. Ja? Was man auch machen kann, man kann also einem Fahrzeug, zum Beispiel eben diesem hier, oder auch generell jeder Einheit, zuweisen, irgendeinen Bereich zu befeuern. Ja? Also man muss dem Ding dann nicht sagen, hey, du greifst jetzt einen Feind an, sondern man kann also sagen, du schießt jetzt hier auf den Bereich. Oh, da haben wir hier noch ganz anderes Problem. Das Problem ist, die Einheiten fahren nicht an irgendwelche anderen Positionen, wenn man ihnen sagt, sie sollen angreifen, sondern die bleiben einfach da stehen. Ja. Man sieht jetzt auch, der schießt nicht, warum auch immer. Vielleicht, weil er gerade keine Sichtlinie hat zum Feind. Das können wir uns mal angucken. Man kann ihm hier die... Ja, das ist klar, der sieht da schlecht drüber. Warum mich allerdings dann der andere trifft, schließt sich mir jetzt nicht so ganz. Aber ich könnte jetzt mal näher hinfahren. Vielleicht geht er dann los zur Baustelle. Aha, jetzt hat er es also doch kapiert, dass er schießen könnte. Das MG42 ist weg. Und wir können also hier jetzt die anderen unter Beschuss nehmen. Jetzt kann man die einzelnen... Also der schießt jetzt ganz gut mit der HE-Munition. Das ist natürlich für ihn eine katastrophale Wirkung. Ja, was machst du jetzt da? Das ist ja nett, dass du mich als Deckung nimmst. Naja, komm. Zeit, sich mal zurückzuziehen, wenn ich sehe, dass mein Auto langsam kaputt geht. Denn es ist nicht so gut gepanzert, ja. Oder ist die Munition, die hier angezeigt wird? Ich weiß nicht. Aber es scheint mir doch eher so zu sein, dass das Fahrzeug also gleich die Grätsche macht. Also ziehen wir es ein bisschen zurück, nehmen wieder unseren Reparaturdienst hier und lassen den das Fahrzeug reparieren. Vielleicht können wir hier dann mal... die Leute einsteigen lassen, damit ich mit dem Fahrzeug auch mal ein bisschen was anfangen kann. Also die Eroberung dieses Platzes ist jetzt doch nicht so einfach wie gedacht. Also es hätte jetzt auch dazu geführt, dass ich beinahe mein, ja, soll man sagen, mein wunderschönes Auto verloren hätte. Dann wäre es natürlich extrem schlecht gewesen. Steigst du jetzt mal da ein? Schön bist du hingerobbt. Ja? So, Kübelwagen geklaut. Jetzt kommt wieder ein kleines Problemchen von Assault Squad 2. Die Fahrzeuge müssen mehr oder weniger größtenteils manuell bewegt werden. Ja? Weil man sieht jetzt zum Beispiel, er richtet sich einfach nicht aus. Obwohl ich ihm die Richtung zeige, kapiert er es einfach nicht. Ja? Er muss also vorwärts, rückwärts fahren. Das ist natürlich sehr realistisch, wenn er vorwärts und rückwärts fahren muss. Aber er sollte sich halt dann doch irgendwann mal da hinstellen, wo er hin soll. Ja? Gut, Realismus ist natürlich in gewisser Weise schon gut, ja, also, aber wenn man dann Micromanagement nicht so sehr mag, dann ist dieses Spiel doch ein bisschen sehr arg, soll man sagen, naja, problematisch. So, jetzt können wir mal wieder ein bisschen vorstoßen. Die haben das schon wieder repariert, die Schweine. Unglaublich. Das heißt, repariert, die haben sich jetzt neu gestellt. Jetzt kommt, trifft doch den mal. Das MG42 ist für so einen Greyhound doch irgendwie problematisch, denn die können ja auch panzerbrechende Munition schießen. Das geht in die Hose hier. Ich muss das irgendwie anders bewerkstelligen. Mal hier nochmal Infanterie. Leute, geht ihr mal hier von der Seite ran. Kann der da? Ah, okay, der trifft die trotzdem. Also das ist natürlich jetzt auch keine gute Lösung. Ja, das hilft jetzt alles nichts. Das hilft jetzt alles nichts. Der muss jetzt einfach hier sein Bestes geben. Ja? Vielleicht ist es auch das Letzte, was er gibt. Ja, jetzt ist er im Arsch. Oder fast im Arsch. Man sieht jetzt, das Fahrzeug dreht sich einfach nicht in die richtige Richtung. Und jetzt ist es auch ein Popo, so viel ich sehe. Kann der noch? Oder kann der nicht? Richtig, das ist schon ein kaputtes Ding. Jetzt geht es mehr oder weniger darum, über Micromanagement. Oh, jetzt haben sie mir meinen Kanonier rausgeballert. Schießen können sie noch im Auto, das ist gar nicht so schlecht. Bewegen tut sich nichts mehr. Könntest du jetzt bitte mal hier schießen auf das Teil da? Du gehst wieder da rein, du Knaller. Du bist überhaupt dran. Ah, toll, jetzt hat er dich
Kopf gestoßen. Und dann müssen wir halt einfach ein bisschen mit der Hauptkanone etwas zerreißen. Jetzt habe ich gerade ein Level Up gehabt, man hat es gerade gesehen, also jetzt ist das Ding mehr oder weniger besser geworden. Ich kann den aber auch nicht angreifen. Ja, also das ist ziemlich... Vielleicht trifft er dann was. Ja, schießt er hier die Leute zu frei. Auch nicht schlecht. Komm, jetzt knall sie ab. Gut, dann können wir den jetzt mal ein bisschen vorschicken. Kreucht und fleucht im wahrsten Sinne. Komm, schieß. Ja, manchmal muss man wirklich sehr viel Micromanagement in Kauf nehmen. Das kann natürlich dann irgendwann mal nervig sein. Jetzt schickt man die mal hierher, die sollen sich da mal gütlich tun und das mal erobern. Die können wir auch mit nach vorne schicken. Mal, oh, da sind noch welche. Hier hin. So. Das wird jetzt eher hier ein kleiner Graben. Ich kann natürlich dann auch Granaten werfen, wie zum Beispiel hier. So, okay, wenn hier irgendwelche Feinde sind. Oder ums Eck noch wehren. Ja, du bist da. Strategic position. Ja, also dann kann man sich hier ein bisschen nach vorne arbeiten. Und dann die Feinde hier drin töten. Also es ist wirklich ein interessantes Spiel, weil es ja doch sehr realistisch ist. Aber die Spielabläufe an sich sind immer gleich. Ja, das heißt, dass jetzt zum Beispiel hier, das ist genauso wie bei den Deutschen, wahrscheinlich wird der Panzer jetzt irgendwo Major, zerstört. The enemy knocked out one of our tanks nearby. See if you can repair and recover this armor. Ja. It would go a long way to ensure our victory. Ja, gut, da ist ein Bunker. HQ sent us more reinforcements, along with armored support. Jetzt kriegt man Verstärkung. Reinforcements have arrived. Zum Beispiel auch eben hier einen, was ist das für ein Teil? Stuart. Ah, okay, alles klar. Mit dem können wir jetzt versuchen, diesen Bunker, der da oben mehr oder weniger bestimmt ist, auszuschalten. Das ist natürlich unsere interessante Geschichte, weil der Bunker natürlich doch einiges aushält. Aber wir könnten ja mal mit unserem kleinen Fahrzeug hier versuchen. Mein Gott, Leute! Das ist halt bei den Spielern problematisch, weil hier nicht so wirklich irgendwie klar ist, wann ein Fahrzeug überhaupt in Reichweite ist, wann es nicht in Reichweite ist. Das ist halt eher was dann für Profis, ja, hier sich durchzuarbeiten, um eben dann bestimmte Fähigkeiten der einzelnen Fahrzeuge auch verstehen zu lernen und auch die Reichweite verstehen zu lernen. Ja, also man kann den Bunker jetzt komplett auseinandernehmen, wenn man lustig ist, mit den zwei Panzern. Das lassen wir aber jetzt. Wir versuchen jetzt lieber den Bunker selbst zu erobern. Mal gucken, vielleicht können wir ja in den Bunker rein. Da muss es ja irgendwo einen Eingang geben. Ja, lassen wir die mal hier reinlaufen. Dann schicken wir die mal hier hoch. Da sind wieder welche, also geht's ganz schön rund. Mal den hier hoch. Da, jetzt komm. Stuart, zeig, was du kannst. Gut, auch hier müssen wir jetzt wieder manuell den Panzer sagen, was er tun soll. Natürlich auch wieder ein bisschen nervig ist, weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass der Panzer Feinde entdeckt, dass er dann zumindest schießt. Aber wie gesagt, der Ding halt einfach mit der Hand schießt, das mache ich in diesem Sack. Der macht jetzt auch gar nichts. Also er beschränkt sich jetzt darauf, ja, er kann vielleicht noch nicht rüber. Oh, 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 oh. So. Ja, man kommt. Böse. Was zum Teufel macht ihr denn? Wieso steigt ihr aus, ihr Idioten? Oh Gott. Jetzt haben sie es wieder geschafft, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir die da ein bisschen verteilen, die Infanterie, weil jetzt hat er mal wunderbarerweise meinen Panzer kaputt geschossen. Ja. Mal gucken, ob man den noch reparieren kann. Ne, der ist Schrott. Das ist natürlich hervorragend. Schrott, ich habe einen Schrottpanzer. Yes, sir. Mal die da hinschicken alle.
Achso, der fährt ja auch nicht mehr. Ich vergaß. Mal die Leute hier aussteigen lassen. Das bringt natürlich jetzt nichts, wenn die da drin sitzen. Die könnten ja in der Zwischenzeit irgendwas essen. Ja, Brotzeit machen, sozusagen. Ah, mal die hier jetzt auch sehen. Da drüben haben wir jetzt den Panzer, den wir retten sollen. Was natürlich jetzt nicht so einfach wird, denn wir haben jetzt eigentlich unseren einzigen Vorteil, den wir gehabt haben, nämlich den Steward geopfert, mehr oder weniger dummerweise. Denn das konnte man jetzt nicht unbedingt als taktisch klug bezeichnen. Aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Leute so verteilen, dass wir die da ins Kreuzfeuer nehmen können. Ah, mal gucken. Ja, schauen wir mal hier. Da drüben sind auch noch welche. Mal hier zu dieser Hütte vor. Wer schießt hier? Wer schießt in diese Richtung? Weil, naja, da wird jetzt nur einer. Wir könnten uns aber tatsächlich... Komm, jetzt schnappt euch den mal, den Typen da drin. Der hat sich da verschanzt. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den da... Wir können ihn nicht übernehmen, das heißt, er ist schon zu stark beschädigt. Was mit, da hat es jetzt da drüben einen zerlegt. Da haben wir Leute jetzt mal aufgepasst, das ist ja wunderbar. Was haben wir denn jetzt hier noch alles rumstehen? Hier haben wir noch einen Panzerabwehrschützen, den könnten wir auch ein bisschen nach vorne ziehen. Das haben wir hier alles. Bei diesem Zelt würde er sich wohl nicht so wohl fühlen. Mal hier hin. Mal die ganzen Leute hier nachziehen, die da auch ein bisschen was arbeiten für ihr Geld. Ja, das ist natürlich jetzt so schwierig, weil da drüben sind sie, haben sie sich wieder sehr gut verschanzt. Das sieht man also hier. Mörser habe ich nicht, was natürlich jetzt in dem Fall sehr praktisch wäre. Den können wir jetzt mal ein bisschen nach vorne holen. Vielleicht können wir mit dem da ein bisschen Unfrieden stiften, sozusagen. Da müssen wir jetzt mal... reinmachen. Ich denke mal, da machen wir den Feindschutz. Das ist auch ein sehr schönes Feature, dass ich die Fahrzeuge bestücken muss. Das heißt also, ich muss die Leute hier oben reinsetzen, damit die auch was arbeiten. Ansonsten ist das Fahrzeug standardmäßig nicht ausgerüstet mit. So, du schießt jetzt auf mich und ich nicht auf dich, weil das kann nicht sein, echt Scheiß. Schießt nicht. Tja, jetzt gibt es natürlich eine Möglichkeit. Ihr habt seine Munition verschossen. Was natürlich jetzt auch nicht so klug wäre. Ja, das ist jetzt irgendwo Feedback. Wo sehe ich jetzt, wie viel Munition das Fahrzeug noch hat? Besatzungseffizienz. Was haben wir hier? Nachladetempo-Genauigkeit. Ich sehe halt jetzt nicht, an was liegt das jetzt, dass der nicht schießt. Ja? Kann ich jetzt gar nicht mehr schießen? Doch, ich kann schießen, aber nicht darüber. Ja. Was natürlich jetzt sehr doof ist. Was haben wir hier? Ich kann hier leider nicht viel tun. Wenn wir die jetzt mal hier rüber schicken. Aha, guck mal, da sitzt einer drin, das ist ein Sack. Ich komme hier zum Schießen. Der schießt auf mich, aber ich kann ihn auf ihn schießen. Jetzt schießt er! Jetzt schießt er! Ja, jetzt! Warum? Weil ich jetzt endlich Sichtkontakt habe durch die da drüben. Das könnte sein. Ja, ich habe die vorher einfach nicht gesehen. Jetzt, ups. Kann ich den jetzt reparieren? Ist doch nichts passiert. Mann. Der gar nicht kaputt. Ein Gerücht. Gut, dann reparieren wir den mal schnell. Können wir jetzt mal die da nehmen. Mal ein bisschen sehr frech sein. Ich
Verheizen von Männern. Denn ob die da drüben lange überleben, ist natürlich jetzt die andere Frage. Aber wir müssen gucken, dass wir die jetzt da unter Druck setzen, um so schnell wie möglich dann eben das reparieren zu können. Ja. Jetzt gucken wir mal. Wenn wir bitte freigeschossen haben, dann können wir mal anfangen, die Schirme zu reparieren. Ei, was machst du denn? Du schießt immer noch nicht. Nur wenn du direkt die Sichtlinie hast. Ja, macht ja auch Sinn. Ja? Realismus und so. Ich würde trotzdem gerne einfach mal hier irgendwo hinballern. Ja, es kann ja nicht sein, dass wir hier... zwei kann ich schießen. Da geht's nicht. Ja, es ist jetzt gut unter Druck, jetzt können wir mal gucken, ob wir beide nach vorne kommen. Da mal hier reinballern. Ja. Einmal schießt er nicht, ich habe keine Ahnung, warum. Ach, jetzt, okay, alles klar. Ja, wir sind am Nachladen. Ja. Er schießt nicht. Jetzt kannst du mich gerne am Depp. Ohne Scheiß. Idiot. Du bist ein Mister. Steht 2 Meter daneben und trifft nichts. Ha, unfassbar. Da ist einfach immer noch das Ding. Ziehen hier die Infanterie in das Dings da rein. Ah, damit wir hier ein bisschen das erobern. Also drüben sitzen sie und gucken. Haben wir hier noch eine Deckung? Ah, ich weiß nicht, ob das so viel bringt hier. Wo haben wir denn noch Leute hier? Da hinten sind noch welche. Wo kommen die? Achso, die habe ich da in dem Ding drin. Ne, da sind sie. Kann ich hier nochmal hochziehen und dann hier rein. We have captured a strategic position. So, jetzt haben wir eine strategic position gedings. So, jetzt kann ich mir endlich selber was kaufen. Was haben wir denn hier alles? Einen Steward können wir kaufen. Hm, was haben wir denn noch alles? Eine Unterstützung, eine Pack und ein Moon LKW. Was kostet der Moon LKW? 100. Mhm. Naja. Munition haben wir jetzt hier. Aber ich habe auch Munitionen lassen. Weil man jetzt kein Moon-LKW kaufen. Aber es wäre natürlich jetzt schon irgendwie günstig, einen Panzer zu haben. Denn ich denke mal, ja, eigentlich hätte er sowieso einen bekommen jetzt. Scouts report an enemy tank defending positions ahead. We must eliminate it. Ja, eliminate. Excellent job. You've repaired and manned our lost tank. That should give the Germans a nice little surprise. So, jetzt fahren wir mal den Panzer in eine Stellung. Man sieht auch hier sehr schön, also hier könnt sogar Infanteristen aufsteigen auf den Panzer und fahren. Also, guter Gott. Session. Reinforcements have arrived.
Motor beschädigt. Okay, jetzt wollen sie es wissen. Aber wenn sie natürlich so angreifen. Excellent job at taking their tank out. The battalion granted you additional resources. Einmal die Pack hier aufstellen. Da ist jetzt nicht alles im Arsch bei denen. Hier hin. Achso, da gibt es noch ein Feature, das muss ich unbedingt zeigen. Man kann also was sehr Interessantes machen. Man kann also zum Beispiel Waffensysteme, wenn man hier den mal stehen lässt und dann einfach den sagt, er soll das Ding anhängen, dann kann man also mit bestimmten Fahrzeugen und eigentlich mit allen Fahrzeugen, also zum Beispiel Artillerie oder Panzerabwehrkanonen ziehen, mal einfach mal hinfahren, dann mal angucken, wie das ausschaut. So, jetzt muss man wieder rangieren, finde ich eigentlich ganz nett. So, und jetzt kann man also das Ding da durch die Gegend ziehen. Ja, man sieht also, die sitzen da drauf, es ist wirklich hervorragend gemacht. Und dann kann ich also hier rüberfahren. Ja. Ist natürlich wesentlich besser als, was soll man sagen, als wenn man jetzt hier selber irgendwo das Zeug durch die Gegend zieht. Wir haben jetzt schon wieder einen Panzer, der versucht uns hier abzuknallen. Ja, hier ist dann wieder Disconnect, laden und losmachen. Ja. Das werden wir jetzt auch hier machen dann. Ja, und die Leute sollen dann die Pack hier selber hinziehen zu einem bestimmten Punkt, damit die da das abdecken können. Ja, jetzt machen wir wieder rückwärts hier wieder. Unser kleiner Greyhound, der kann natürlich jetzt auch nicht recht viel ausrichten. Ja, wir müssen dann jetzt weiter vorrücken, um hier dieses Gebiet weiter zu erobern. Aber ich denke mal, man hat das Grundprinzip erkannt von, ja, jetzt hätte ich schon fast gesagt, Company of Heroes. Assault Squad 2, ja. Vielleicht kann ich ja mit der Pack ein bisschen weiter schießen, mal schauen. Ja. Already on that, sir. Jawohl, mit der Pack kann ich auf den Bunker schießen, ja. Oh, volle Kanne reingerotzt. Ja, also da sieht man, wie die da drin stehen. Wie gesagt, man kann alles zerstören, wenn man die geeignete Feuerkraft hat. Ja, jetzt habe ich sie getroffen. Mit der Pack, wohlgemerkt, ja. Scharfschützen-Pack, würde ich mal sagen. So, also die können wir mal wieder absitzen lassen. Yes, sir. Und hier in den Schützengraben. Mit denen, das kann man vorziehen. Abel vorziehen. Den Sherman stellen wir hier hin. Kann Abel was tun für sein Geld, oder auch nicht, ja. Wer ist der Turm? Doch, der fährt den Turm. So, und jetzt machen wir hier mal Stopp. Man kann also das auch speichern. Speichern wir das Ganze einfach mal ab hier. Und dann danke fürs Zusehen. Man sieht sich.